Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stadt verlassen, obdachlos. Okay, Kingdoms Reborn, hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe gerade gesehen, dass meine Leute sogar frieren zum Teil. Also nicht nur obdachlos sind, sondern auch keine Heizgüter haben. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Einwanderer sind... Ja, momentan brauche ich sie nicht. Nee, momentan habe ich genügend Leute. Ich drehe nochmal neu. Die nehme ich. Bestätigen. So. Bestätigen. So. Dann drehen wir nochmal dran. Universalkarten nehmen wir mit. Bestätigen. Und dann drehen wir nochmal dran. Ja, ist jetzt nichts dabei, was ich jetzt dringend, zwingend haben möchte. Nee, Imker und Honig, das können wir demnächst auch machen. So, wir haben hier Kartoffeln ohne Ende. Wir haben Nahrungsmittel, 1600 aber nur. Warum wir so viele Kartoffeln haben. Und das Fleisch geht langsam auch zur Neige. Also unsere Hauptnahrungsquelle ist wirklich der Pilz mal wieder. Das kriegen wir mal ganz gut hin. Aber hier wächst schon wieder was. Der Kohl kommt demnächst dazu und die Kartoffeln. Ja, und hier unten die Schweinefarmen, die sollten jetzt langsam aber sicher dann auch soweit Kapazität haben, dass sie uns was bringen. So, Cannabis haben wir nochmal verkauft. Wir haben hier oben schon mal die Felder angelegt für Weizen. Und ich wollte gerade eigentlich noch was handeln. Jetzt wusste ich wieder nicht mehr was. So, aber ich wollte einen Handel initiieren. Warte, was war denn das? Was? Jetzt habe ich das beim ganzen Gequassel vergessen. Gut, naja, dann ist es so. Dann habe ich es vergessen. Holz habe ich über die Karte gekauft, ist aber schon wieder fast alles aufgebraucht. Und das ist überall hier drin und so. Wir haben schon ein paar Bricks, also die Brickworker haben ab und zu mal arbeiten sie, okay. Aesan hat auf Level 3 aufgerüstet. Das ist sehr schön, das ist nämlich unser Vasall. Dann gibt es da, glaube ich, mehr Geld von denen. Einfluss, okay. Ah ja, Eisenbars wollte ich einkaufen. Genau, Handel. Ich wollte Iron Bars einkaufen. Nicht, die Barren sind das, glaube ich, ne? Nein, die sind aber schon mal teuer. Aber dann muss ich mal 200 von kaufen. Kann mir das leisten? Kann mir nicht mal leisten. Ich habe gerade mal 2000. Habe ich noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Bier, Cannabis und Leder. Pottery geht runter, okay. Lass mal gucken. Ja, die Möbel. Ach, Möbel kommen ab und zu schon. Ah, sehr schön. Die Möbelfabrik hat den Betrieb aufgenommen. Was brauche ich denn noch nicht? Ja, komm, dann verkaufe ich das Leder noch ein bisschen. Aber ich werde nicht dahin kommen, dass ich mir das leisten kann. 3400 wäre die Handelsbilanz momentan. Ja, dann halt nicht ganz so viele Eisenbahnen. Okay, das kann ich mir leisten. So. Also, jetzt haben wir uns erstmal wieder finanziell ganz schön weit nach unten gebracht, aber wir haben ein paar Felle verkauft und wir kriegen Eisenbars. Und hier sieht man eigentlich Lagerplatz, Inventar, Bier. Sieht sehr gut aus. Da kann man erstmal ein bisschen was saufen. So. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht ausdrücken, aber ja, man kann, wenn man möchte. So, Kohle wird ja auch noch ein bisschen hergestellt. Aber wie gesagt, Holz ist weiterhin Mangelware. Wir müssen da unbedingt noch ein bisschen mehr machen. Hier, die Leute arbeiten ja schon mal ganz gut. Immer noch homeless bei uns unterwegs. Wir haben 174 Bevölkerung bei 100... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Baut Häuser, meine Lieben. Baut sie, bitte. Und das auch schnell. Na, ich glaube, ich muss doch Geburtenkontrolle machen. Das ist ja furchterregend hier. Gut, man, das Einzige ist, man hat sich halt nicht gewöhnt an die Leute, man kennt sie nicht. Also das ist, wenn jetzt hier noch solche Spezialisierungen dabei wären, dass man jetzt sozusagen einzelne Leute zum Braumeister macht, zum Lehrer oder ähnliches, ne, dann wäre natürlich hier noch richtig, richtig viel mehr Ärger darum, wenn dann da irgendwas nicht stattfinden würde. Oh, hier, die Kohleproduzenten sind hier schon auch im Gange. Ah, sehr gut. Und hier ist schon mal eine Eisenschmelze. Hui! Aber wir haben noch kein Eisen, ne? Hier hinten schon, da haben sie sogar schon Material hingetragen, hier auch. Hm, sehr gut. So. Hm.
Okay, da gab es noch wieder keine neuen Karten. Das scheint aber ein bisschen zu verbuggt zu sein. Wenn man hier irgendwie dreht und dann nichts nimmt, dann steht mit mal hier der alte Preis wieder drin. So. Ja, verkaufe Essen. Puh, das würde ich mir jetzt nicht mal mehr trauen. Und wenn dann... Na doch, wenn dann würde ich es mir trauen, wenn ich... Ja, 2.500 Nahrung auf dem Buckel habe, dann kann ich die auch mal verkaufen, ne? So. Kann ich hier noch einen Bierhandel mal initiieren? Wir können mal ein paar Luxusgüter nochmal verkaufen. Frisch ein Bier. Das geht auf jeden Fall. Wir verkaufen mal noch 150 Bier. Wir verkaufen 150 oder 100 Cannabis nochmal. Und ich würde bei Pottery würde ich lassen. Leder haben wir auch 600 im Lager. Wie sieht es mit den Lagerplätzen überhaupt aus? Oh, da haben wir noch genügend frei. Ich könnte mir mal ein Dings eigentlich jetzt mal auf Klamotten gehen, ne? Dann gebe ich nochmal 100 Leder mit weg oder so. Naja. 50 Leder nochmal weg. So, dann handeln wir das erstmal raus. Dann haben wir erstmal wieder 2000 Dollar jetzt gekriegt. Und wie gesagt, wenn wir dann so um die... Aber wenn wir 3000 Nahrung haben, dann können wir verkaufen. Dann 1500 zu je 5. Das bringt auch ordentlich Geld. Da haben wir 7500 Gold damit verdient. So, hier geht es mit dem Fleisch ganz gut voran. Hier müssen Häuser bauen. Da ist was fertiggestellt. Wunderbar. Und das ist ja das Schöne. Es ist ja, wenn es denn fertiggestellt ist, ist es ja auch relativ schnell dann aufgewertet. Wir müssen nur mal die Steinverbesserung wahrscheinlich überall nochmal machen. Wie viele Steine haben wir denn? 720. Da können wir jetzt nochmal noch ein bisschen ein paar Verbesserungen hier in die Häuser reinbauen. Die es noch nicht haben. Na, den Baum getroffen. So, jetzt haben wir das erste Mal wieder genügend Platz für alle Leute. So, dann wollen wir hier noch weiter priorisiert bauen. Der Hausbau muss nach vorn getrieben werden. Wir brauchen Platz für viele Bürger. So. Gut, dass die Möbel natürlich jetzt relativ schnell immer wieder vergriffen sind. Das kann ich mir gut vorstellen. So, hier ist der Handel bald zu Ende. Dann haben wir die Eisenbarren. Dann werden nämlich hier unsere Kräutermixer gemacht. Und dann kann nämlich hier aus dieser Kräuterware dann Medizin hergestellt werden. Und dann haben wir wieder reguläre Medizin. Und kriegen unsere Leute damit erstmal wieder durch. Und hier mal ja, Pilze haben wir gut. Und jetzt die Pilze, ach die beiden Pilzfarmen, die nehmen auch ihren Betrieb auf, sehr gut. Und dann müssen wir uns wirklich nochmal überlegen, wo wir überall Holz machen. Was kostet uns denn das hier? Es kostet uns 69 Nahrung, das ist ja fast nix. Das kostet uns nur 22 Nahrung, also ich glaube, da kann ich jetzt die Nahrung mal auf 1500. Wie habe ich noch? 1700. Dann geht das hier auch noch. So, dann sind wir hier erstmal bis unten durch. Das heißt, also ich könnte jetzt hier nochmal so eine Holzfäller-Batterie hinbauen und hier nochmal so ein Holzfäller-Dingsbums machen. Also einfach bloß ein Holzfäller und zwei Stück links, rechts. Ich weiß nicht, ob hier ein Jäger oder so noch Sinn macht. Ich weiß noch nicht, wo man Blaubeeren anpflanzen kann, aber da werden wir auch noch sehen. Blaubeerfelder. Könnte ich ja hier dazwischen machen. Obwohl, da können noch Häuser hin. Da kann noch eine ganze Reihe Häuser hin, glaube ich. Der Markt, der geht ja. Eine Reihe Häuser kann ich hier komplett noch anbauen. Das werde ich ja noch tun. Wenn es soweit ist. Und genauso hier unten. Gut, okay. Aber hier sieht man schon, ne, das wertet jetzt auch auf die nächste Stufe auf, dass dann dort 5 Leute drinnen wohnen können. Genauso wie das jetzt hier erstmal verbessert, ne. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ha! So, das hat doch schon mal was. Über 1000 Gold plus momentan in jeder Runde, das ist natürlich auch sehr gut. Und ja, wie gesagt, bei den Möbeln, da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen dran. Aber gut. So, heißt also, ich brauche für die Holzfäller-Geschichte erstmal hier einen Weg runter. So. So. Und dann brauche ich da die Holzfäller-Geschichte hin. Wo ist denn der Holzfäller drin? Ist der hier drin? Nee. Wo ist denn der Holzfäller drin? Landwirtschaft? Nee. Mach mal aus. Doch, Landwirtschaft. Da ist der Förster drin. Okay, so. Dann ist das hier nämlich mein Holzfäller. Der soll Pflanzen priorisiert. Pflanzen nicht Obstbäume. Landwirtschaft. Und du sollst Bäume fällen.
Schneiden priorisieren. So, alle Bäume fällen. So, fertig aus, Mickey Maus. So, haben wir hier jetzt noch was Schönes drin, was wir gerade brauchen? Obstsammler. Nö, 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 nö. Ein Schneider. Landwirtschafts- und Universalkarte, die nehmen wir mit. So, dann machen wir hier hinten nochmal den gleichen Kram. So eine Straße hier runter und hier rüber. Vielleicht noch gleich bis hier ganz runter. So, dann machen wir hier einen. Einen Förster hin. Zweiten Förster hin. Bepflanzung. Nein. So, Holzproduktion. Also das ist so eigentlich genügend Platz für eine Holzproduktion, das auch. So, das priorisieren wir jetzt natürlich. Weiß nicht, ob das sich beschwert, dass nachher kein Lager in der Nähe ist, aber das kriegen wir auch noch hin. Da können wir auf jeden Fall auch, warte mal, das kann ich gleich daneben bauen, einfach so einen kleinen Lagerplatz hier für Holz. Speicher verwalten, alles verbieten. Holz. Ein Feld, so der Quatsch. Speicher verwalten, alles verbieten, Holz. So. Okay, so. Hui, Tiere fressen deine Ernte. Ja, das ist immer noch das gleiche Problem. Das haben wir auch hier oben, ne? Dass hier ein bisschen Kohl abhanden kommt, weil die Tiere da dran rumnagen. Aber mein Gott, ich kann es jetzt erstmal nicht ändern. Muss auch sagen, die Intention dazu zu ändern ist auch relativ gering. So, jetzt müssten meine Ärzte eigentlich ihr Eisen gekriegt haben. Genau, die können jetzt nämlich gebaut werden. Dann werden wir die nämlich auch bauen lassen. Ausgabeinventar ist voll. Wir haben 1200 Pilze. Habe ich dann ein Produktionsziel angestellt? Ja, habe ich. Warum arbeiten denn hier noch Leute? Naja, gut. Die sollten ja dann eigentlich dann daraus verschwinden. Das Produktionsziel ist ja erreicht. Oder ist gerade noch was in Produktion? Kann ja sein. Also produzieren die gerade? Ich weiß es nicht. So. Wir haben 83 von 23 Arbeitsplätzen besetzt. Wir haben 31 Bauarbeiter momentan in Gang. Okay. Wenn die alle dazu kommen, dann haben wir ja genügend Arbeiter. 121 habe ich, ja, okay. So. Ich stelle das mal auf den. Na, stellen wir das mal auf 10 hier, diese Träger. Damit da ein bisschen mehr passiert. So, der Marktplatz wird jetzt auch gebaut. Da werden auch ziemlich viele Arbeitsplätze drin verschwinden. Da wird auch ziemlich viel Material dann eingesaugt in das Ding, aber das ist mir egal. Das ist dann auch egal. Das ist ja, kommt ja nur unserer Bevölkerung zugute. Das ist das Schöne. Und wenn die sich denn hier richtig schön vollsaugen können. Ich denke mal, dann müssen wir auch noch ein bisschen mehr auf Brauerei gehen oder beziehungsweise Pottery quasi noch ein bisschen priorisiert arbeiten lassen. Wir können ja die hier mal ein bisschen ausbauen. So. Dann kriegt die hier ein bisschen mehr Output. Kann ich den auch noch ausbauen? Ja, ich kann hier einen Arbeitsplatz reinstecken in die Lehmgrube. Naja, gut, dann geht er da was. So, wie viele Steine habe ich denn eigentlich? 80. Naja, gut, okay, das ist jetzt wirklich verschwindend gering. Entführung, ich kann 3 Bürger stehlen. Will ich aber eigentlich gar nicht. Kohleaufbereitung, universelle Landwirtschaftskarte. Oder will ich nochmal 3 Bürger stehlen? Ja, 3 Bürger stehlen ist natürlich immer eine gute Karte, weil die schwächt natürlich den Gegner, ne? Wenn er 3 Arbeiter weniger hat. Was jetzt passiert? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. So, Nachhaltigkeitsbuch. Wir haben R4 erreicht. Sehr schön. So,
Heißt, wir könnten Kürbiskerne denn freischalten. Flachwasserschifffahrt. Erlaubt Grenzen über flaches Wasser. 100% höhere Kosten bei Ausbreitung, Angriffen über flaches Wasser. Okay. Handelsgesellschaften, Spionage. Was haben wir denn noch her? Wodka? Kann ich immer noch nicht. Na, das lassen wir erstmal noch. Seidenstraße, einen Tunnel können wir bauen. Kürbiskerne. Machen wir Kürbiskerne. Achso, Voraussetzungen sind 1000 Blaubeeren. Ah, okay, alles klar. Verbesserter Holzabbau. Dann machen wir verbesserten Holzabbau. Das ist auch gut. So, eine Schafsau freigeschaltet, lehne ich erstmal ab. Will ich nicht haben. Du hast 3 Bürger aus Rune entführt. Sehr gut. So, jetzt können wir noch ein Nachhaltigkeitsbuch reinlegen hier in einen der Gebäude. Da würde ich jetzt so fast sogar die Möbelwerkstatt hier priorisieren, dass die ein bisschen weniger Holz verbraucht für die Möbel und ein bisschen produktiver wird. So, das haben wir ausgebaut. Essen verkaufen bei 3000. Wir haben momentan 2000. Gut, wir können uns aber natürlich auch ein bisschen Land dazu besorgen noch. Für Nahrung. So. Und dann gehen wir noch hier oben noch hoch. Und dann haben wir jetzt nämlich die Tulpenkarte. Und wir können uns hier ja. Achso. So. Wir haben Tulpensamen gefunden, haben die Tulpen auch freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt theoretisch das nächste Luxusgut Stufe 1 uns besorgen, indem wir da Tulpen haben. Das sieht aber auch sehr schön aus hier. Das hat er jetzt wirklich sehr gut bepflanzt hier, ne? Wie der Wald da wächst. Finde ich irgendwie cool. Na gut, okay. Was denn hier dann auch so schön aussieht, dass denn hier alles so dicht bewaldet ist und dann hier was wächst und so, dann finde ich das ganz gut. So, jetzt haben wir uns hier ein bisschen Nahrung erstmal noch ein bisschen mehr Platz verschafft. Das ist erstmal ganz gut. Ich glaube, ich gehe auch hier oben hoch gleich und werde hier den, oh ja, die werden wir auf jeden Fall noch akzeptieren. Da haben wir jetzt noch ein paar neue Einwohner. Das ist eine ganz schön teure Provinz. Die ist ein bisschen günstiger. So, und dann haben wir hier eigentlich die halbe Insel schon ganz gut unter unsere Fittiche gebracht. Weintrauben ist natürlich auch noch schön. Aber da ist natürlich die Fruchtbarkeit in dem Gebiet recht gering. Ne? Das wird natürlich dann auch haarig werden. Gut, okay. Nachhaltigkeitsbuch bitte. Oh, Farbstoff sagt gut, ja. Nachhaltigkeitsbuch. So. Birka ist auf Level 4 aufgestiegen. Also da müssen wir jetzt so unbedingt mal dran. Ne? Sonst wird das dann teuer. Für uns. So, Nachhaltigkeit. Wo können wir noch Nachhaltigkeit gebrauchen? Genau bei unseren Ärzten können wir noch Nachhaltigkeit gebrauchen. Und die Verbesserungen sind schon richtig teuer hier. Muss man ja sagen, ne? Verbesserter Katalysator für mehr Produktivität und ähnliches. Aber hier jetzt aus 3 10 machen, statt, ich glaube, original ist aus 5, ne? Ja. Ist das ganz okay. Also jetzt kriegen wir da erstmal Medizin rein. Und Medizin ist auch ein sehr gutes Handelsgut. Also das kann man jetzt richtig gut verkaufen. Da gibt es richtig fett Kohle für. So. Um das jetzt mal ganz kurz nochmal anzusprechen. So, jetzt haben wir hier noch wieder ein paar neue Karten. Ja, eine Universalkarte nehme ich mit. Bogenschießen, dann nehme ich auch noch einen mit. Da würde ich jetzt dann doch nochmal einen bauen von... Ja, der kann hier hinten dran, ist ja nicht viel egal, ne? So. Gut. Sehr schön, Häuser werden hier jetzt auch wieder mehr. Wir sind bei 195 von 218. Wir haben 42 Stufe 3 Häuser, 1 Stufe 1, 1 Stufe 2 Haus. Ja, da brauchen wir hier noch 8 davon von Stufe 2 Häuser oder besser. Und Stufe 3 haben wir schon alles quasi erforscht. Gut, dann brauchen wir jetzt demnächst die Stufe 4 Häuser. Das heißt, wir müssen wirklich langsam mal sicher in die Luxusgüter 2 gehen, damit wir da, sagen wir noch ein bisschen... einen kleinen Benefit davon haben. So, was brauchst denn du? Du brauchst jetzt zum Aufbauen eine Art Luxusgut Stufe 2, ne? Das ist, wenn wir jetzt mit Klamotten anfangen würden, was wir durchaus können, weil wir ja Leder auf Lager haben und das ist gar nicht mal so wenig. 720 Leder haben wir auf Lager. Wer weiß, wo noch welches rumliegt. Da kann man ja erstmal ein paar Klamotten draus nähen, ne? Da müssen wir mal gucken. Industriegebiet kommt dann hier hinten dran mit, wa? Da ist die Bevölkerung, hier können sie arbeiten. Ja, das sieht ganz gut aus. Aber dann brauche ich noch ein paar Möbelwerke, brauche ich auch noch, ne? Hm.
Holz haben wir momentan 440, hätte ich es eingekauft. Irgendwann ja, aber so viel nicht, ne? Momentan. Na gut, die Baustellen, naja gut, hier haben sie ordentlich Wald abgerissen, ne? Also dieser ganze Wald, der hier abgerissen wurde, das ist schon nennenswert. So, und hier, genau, hier arbeiten sie jetzt fleißig dran und hier werden natürlich auch Waren eingelagert. Den Markt kann man auch verwalten, kann sagen, wie viele Waren er von was einlagern soll. Wie gesagt, das ist eigentlich ganz gut hier, ne? Also insgesamt sollen 500 Nahrung da sein, maximal 150 davon, damit ein bisschen unterschiedliche Nahrung da ist. Die kriegen ja auch genug Kürbisse und Blaubeerfelder kann ich noch anlegen. Siehst du wohl, der Blaubeerfelder. Da wäre hier ein guter Platz für, glaube ich. Dann legen wir hier mal Blaubeerfelder an. Mach mal. Okay, so, dann sieht man das ein bisschen besser. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Feld hin. Und sagen bitte Blaubeeren. 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 Speicher verwalten. Alles verbieten. Blueberries. So. Da wird das Blaubeerenlager dann. So. Hier kommen wir mit dem Weg nicht mehr durch. Das heißt, wir müssen hier mal eine Brücke drüber bauen. Ja, was handle ich denn mit dem jetzt? Komm, ich gebe dir mal ein bisschen Bier mit. Kartoffeln will ich natürlich nicht mitgeben. Leder jetzt eigentlich auch nicht mehr. Stein nicht mehr. Heilkräuter nicht. Wildfleisch eigentlich nicht. Keramik, nee. Eisenbarren bloß nicht. Medizin. Ach komm, ich gebe dir mal noch. Jetzt wieder los. Wir benötigen mehr Werkzeuge. Handeln. Muss Werkzeuge einkaufen. Ist da gar keine mehr von? Oder? Ich muss unbedingt eine Werkzeugfabrikation aufbauen dann. Die Werkzeuge. Möbelgeschäft, ja, vielleicht, aber ich muss immer Sparsamkeit. Förster ist dabei. Förster kann man erstmal noch mitnehmen. Das Sparsamkeitsbuch, wo legen wir das rein? Legen wir hier rein. So, okay. So, dann da den Weg rüberlegen, dass wir da dann hinkommen. Dann können wir hier hinten nachher noch einen Weg rumlegen. Hier mit einer Menge Wildschweine, können wir die hier aufbauen. Ah.
so. Puh. Okay, jetzt geht's los, dass Werkzeuge Mangelware werden. Das ist natürlich auch nicht gut, weil das die Produktivität sehr stark beeinflusst. Wir haben eine Eisenschmelze, die anscheinend nicht arbeiten kann, weil, keine Ahnung, kein Eisen jetzt da ist. Haben wir denn schon die Eisenmine hier oben? Nee, dann bauen die mal priorisiert, damit aber hier immer losgeht. So, Eisenerz muss man dann also da erstmal einkaufen für. Und dann brauchen wir mal eine Industrie. Wir brauchen einen Schmied. Der quasi dann hier. Da kann eine Kohlemine dran. Ein Schmied hier nochmal hin. Haus zu weit weg, sagt er. Okay. Jetzt nicht mehr. So. Was haben wir hier jetzt? Das können wir. Ach, warte mal, dann machen wir Free Roll. Benötige Geld, benötige Geld. Kaufe Holz. Kaufe Holz ist natürlich auch eine schöne Karte, wenn man kein Geld hat. Aber wir können Verkaufe Essen machen. Oder? So, jetzt haben wir Geld. So, und dann würde ich sagen, dann nehmen wir die Kaufe Holz-Karte noch mit. Und kaufen nochmal Holz. Und dann haben wir richtig viel Holz erstmal auf Lager. So. Das erstmal zu dem. Gut, dann würde ich das jetzt hier priorisieren. Und dann würde ich dem hier beim Handel sagen, gib mir mehr Erz. Eisenerz 300. Kostet 2400. Handeln wir mal uns ein bisschen Eisenerz ran, weil Kohle haben wir ja. Und dann kann der eine hier zumindest schon mal bauen oder was machen. Und der soll hier auch schon mal was machen. Ein bisschen Eisen haben wir ja schon, dann kommen wir nämlich selber noch ran. Werkzeuge ran. Gut, okay, also Werkzeugindustrie müssen wir uns jetzt vermehrt drum kümmern. Das heißt, also das nächstgrößere Ziel wäre eigentlich eine Verbrauch- oder eine brauchbare Eisenindustrie. Wie gesagt, dass wir keine Werkzeuge mehr haben, das könnte uns hart zu Buche schlagen, weil alle, die kein Werkzeug haben, die sind irgendwie bloß nur mit 50% Effektivität unterwegs. Und wenn hier alles nur noch mit 50% Effektivität unterwegs ist, kracht es wahrscheinlich. Das soll es aber erstmal gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.